Hallihallo, am 20. März 23, auch wenn es ja eigentlich 24 sein müsste. Wir gucken mal hier weiterhin auf die Ergebnisse in den deutschen Ligen und international, DFB-Pokal und so weiter. Und wie gesagt, never say never, ich möchte nicht ausschließen, auch noch irgendwo als Feuerwehrmann einzusteigen. Rapid Wien ist ein Wackelkandidat, aber ich würde ja es präferieren, in Deutschland zu bleiben. So, irgendwas hier mit Frankfurt und Houston. Chandler verhandelt mit, erst stand da Houston, Houston und Minnesota. Da zieht es wohl jemanden hier in die Vereinigten Staaten. Ottmar Schulz, gut, ich bin ja hier nicht Ottmar Schulz, könnte ja auch mal in die USA gehen. So, das hier ist ja im Gegensatz zu Anstoß 3 kein Gimmick-Let's Play. So, EM-Quali. Armenien 1-5 gegen Norwegen. Italien 3-0 gegen Wales. Aber ich glaube, das interessiert mich jetzt eher peripher. Montag 27. Da waren ja wohl Spiele in der Bundesliga, oder? Jetzt mal hier gucken. Nee, es war offenbar eine spielfreie Woche aufgrund dieser Länderspiele. Aber gilt das auch für die dritte Liga? Dritte Liga hat ja, glaube ich, stattgefunden, oder? Dritte Liga hat stattgefunden. Nee, oder? Nein, hat's nicht. Vergesst, was ich sagte. Okay. Muss ich jetzt hier selber aktiv werden oder Heidenheim wäre verfügbar? Das wäre ja echt interessant. Können mich ja mal fragen oder muss ich selber fragen? Paderborn erwartet, dass Conte 7 Wochen ausfallen könnte. Uiuiui. Gute Besserung. Willeke akzeptiert Hombergs Angebot. Schon ein junger Spieler, den ich kennen sollte, wenn ich da gearbeitet habe. Wichtige Termine im April, mal wieder nichts. Es ist doch ehrlich. Auch kein April-Scherz im Briefkasten. Houston hat Chandler für 475.000 Euro verpflichtet. Dann wird hier nochmal gespeichert. Ja, mal schauen. Es spitzt sich zu. Der Abstiegskampf. Elversberg ist richtig unten reingerutscht. Bayern holt das kleine Double. Was soll das jetzt hier heißen? U19, geht da um die Jugendmannschaften oder was? Nee, sie haben 3-0 gegen Gladbach gewonnen. German Super Cup. Ist das normal, dass das erst im April ausgespielt wird? Ist das Double nicht Schale und DFB-Pokal? Was soll das für ein Double sein? Es wurden hier diverse U19-Titel vergeben. Aber das interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich brennend. Mich interessiert lieber, was hier bei den Erwachsenen abgeht. Oder den großen Jungs in der Bundesliga und der zweiten Liga und der dritten Liga. Gut, U19-Spieler sind ja auch teilweise schon erwachsen. Dann haben wir hier in der Bundesliga folgende Ergebnisse. Am 31. März, Frankfurt gewinnt 3-0 gegen Heidenheim. Köln gewinnt auch 3-0 gegen Augsburg. Dortmund 2-1 gegen Werder. Gucken, ob Werder noch einbricht oder ob sie oben dran bleiben können. Gladbach gewinnt 3-0 gegen Darmstadt. 2-2 zwischen Leipzig und Freiburg. Union gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim. Bochum gewinnt 2-1 gegen Stuttgart. Bayern mit einem 4-1 gegen Leverkusen. Und Mainz verliert 0-1 gegen Wolfsburg. Damit haben wir ganz unten Heidenheim und Darmstadt. Augsburg auf dem Relegationsrang. Ja, und Bremen verliert tatsächlich hier ein bisschen an Boden. Nur noch auf Platz 8. Ganz oben Bayern, die sind schon sicher deutscher Meister. Dahinter haben wir Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig, Dortmund und Gladbach. Trainerwechsel. Patrick Vieira ist Nachfolger von Matarazzo. Marc Kienle ist immer noch Übergangstrainer. Das sind jetzt mit Sicherheit Transfers für die kommende Saison. Oder ist er jetzt sofort weg? Ne, er scheint sofort in Houston zu sein, aber er ist ja auch selber US-Amerikaner. 400.000, 475.000 ist das, was in Klammern. Okay, dann steht da in den Nachrichten immer der Wert aus den Klammern. Sollte ich den vielleicht auch jetzt immer vorlesen. Wobei das ja auch nur etwaige Werte sind. So, hier gab es keinen weiteren Wechsel. Zweite Liga mit folgenden Ergebnissen. Hier am 31. März. Fürth gewinnt 2-0 gegen St. Pauli. HSV verliert 0-1 gegen
Kaiserslautern, Braunschweig gewinnt 2-0 gegen Düsseldorf. Elversberg gewinnt mal wieder 3-2 gegen Rostock. Osnabrück verliert 0-2 gegen Karlsruhe. Hertha mit einem 1-1 gegen Hannover. Wiesbaden gewinnt 2-0 gegen Kiel. Es wird gemütlich für Paderborn, denn Paderborn verliert 1-2 gegen Schalke. Magdeburg mit einem 1-0 gegen Nürnberg. Und das bedeutet nämlich, Paderborn ist jetzt Letzter. Punktgleich mit Osnabrück und nur einen Punkt weniger als Wiesbaden und nur zwei Punkte weniger als Elversberg, aber Letzter. Hätte man mich auch behalten können. Hertha ganz oben mit 56 Punkten, HSV auf 2, Hannover auf 3. Dritte Liga, gab es ja auch noch wieder neue Trainerwechsel. Roland Dickgießer, Nachfolger von Rüdiger Rehm, das ist aber nichts Neues, glaube ich, ne? Weil ich den Namen Dickgießer nicht in Erinnerung hatte. Aue gewinnt 2-1 gegen Halle. Bielefeld mit einem 3-1-Sieg gegen Haching. Muss man gucken, ob Bielefeld hier den Abstieg noch verhindern kann. Sandhausen gewinnt 2-1 gegen Essen. Freiburg verliert 0-1 gegen Saarbrücken. Verl mit einem 1-1 gegen 1860. Kann es sein, dass Verl immer 1-1 spielt? Ulm gewinnt 1-0 gegen Dortmund. Mannheim mit dem 2-0-Sieg über Lübeck. 1-1 zwischen Dresden und Münster. Und Duisburg gewinnt 3-1 gegen Ingolstadt. Und Viktoria gewinnt 2-1 gegen Regensburg. Oben Duisburg punktgleich mit Sandhausen, dahinter mit 50 Punkten Dresden, dahinter Regensburg 1860, Saarbrücken auf den Abstiegsplätzen Halle, Aue, Haching und Bielefeld. Den Abstiegsmodus verstehe ich nach wie vor nicht, steigen die direkt ab, gibt es K.O.-Spiele. Es ist auch alles schwer zu verstehen. So, Bielefeld nach wie vor mit der roten Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Geiger ist neuer Trainer bei Wien Wiesbaden. Ich bekomme keine Anfragen, aber vielleicht ist das halt so. Ich habe mich ja auch nicht unbedingt mit meiner Arbeit in Paderborn für mehr beworben, weil ich glaube, ich hätte das Ruder noch umgerissen. Ich hätte in der Rückrunde noch ordentlich gepunktet. Hätte, wenn und aber. So, dann sind wir jetzt am nächsten Wochenende. Ich springe aber mal noch bis Montagabend. Herr bleibt treu, bleibt mir treu und hat weiterhin Interesse an meiner Person. Was und warum ging für Sie alles schief? Taktisch gesehen war das vielleicht nicht wirklich ideal von mir, aber daraus ziehe ich meine Lehren. Ich bin sicher, diese Erfahrungen sind gut für meine Entwicklung als Mensch und als Trainer. Halten Sie Ihre Entlassung bei Paderborn für gerecht? Habe ich mich doch schon zu geäußert. Der Zeitpunkt war fragwürdig. Ne? Ich habe meine Meinung darüber, der Verein seine. Vielleicht schreibe ich irgendwann meine Memoiren, dann weiß jeder Bescheid. Die Memoiren sind diese Videos hier. So. Dann... Ja, Paderborn, ob sie sich damit jetzt einen Gefallen getan haben, sehen wir ja. Wieder Post-Slam-Cookie stimmt zu, von Entlassung und Lehren ziehen zu müssen. Ja, ja, ja. Straßburg ist verfügbar. Oh, DFB-Pokal Bayern trifft auf Titelverteidiger Leipzig im Halbfinale und Düsseldorf gegen Union. Zeigt mir doch erstmal die Ergebnisse hier. Union gewinnt 1-0 gegen Köln, Leipzig 3-0 gegen Freiburg, Bayern gewinnt 2-0 gegen Frankfurt und Düsseldorf 3-2 gegen Bayern. Ich würde ja die Auslosung immer gern sehen. Kann man mich darüber nicht informieren und in dieser Saison wird es keine mehr geben. Jo. Hallescher FC-Wackelkandidat. Das könnte ja nochmal eine realistische Station sein. Ich weiß aber nicht, ob die mich so ultimativ reizt. So, ich hätte jetzt eigentlich am Montagabend die Ergebnisse mal angucken sollen. Schimmer, mindestens 5 Monate außer Gefecht bei Heidenheim. Einmal pausieren hier bitte. Ich möchte die Zeitung lesen in Ruhe mit einer Tasse Kaffee. Bundesliga. Müsste es ja eigentlich auch noch ein paar englische Wochen geben, oder? Bundesliga war auch eine Woche spielfrei, wahrscheinlich wegen DFB-Pokal oder was. Zweite Liga, war zweite Liga auch spielfrei? Ja, tatsächlich. Viele Wochen Pause hier. Dritte Liga hat aber wahrscheinlich stattgefunden, oder? Dritte Liga hat stattgefunden. Ingolstadt mit 2 roten Karten verliert 0-4 gegen Dynamo. Saarbrücken verliert 0-1 gegen Ulm. 1860 gewinnt 2-0 gegen Viktoria. Münster verliert 1-2 gegen Verl. Regensburg 0-2 gegen Aue. Essen gewinnt 2-0 gegen Bielefeld. Lübeck gewinnt 2-0 gegen Duisburg. Halle gewinnt 3-1 gegen Sandhausen. Dortmund 0-1 gegen Mannheim. Und Haching und Freiburg trennen sich 1-1. Damit
Duisburg immer noch Tabellenführer dahinter Sandhausen. Punktgleich mit 53 Punkten auf dem Relegationsplatz Dresden, dahinter 1860 Regensburg Essen. Unten haben wir Aue, Freiburg 2, Haching und Bielefeld. Bielefeld schon mit 8 Punkten Rückstand. Es sind noch 7 Spiele, noch 7 Spieltage ansteht. Es bleibt eng. Bino Gittens, was mindestens 5 Monate auch irgendwas außer Gefecht oder was oder wie? Ney unterschreibt Vorvertrag. Ney. Paderborn Youngster. 15 Jahre jung. Ja. Lass den Mann Martini sein hier. Aber gut. Solche Verträge, die muss man wahrscheinlich unterschreiben. Karasor, neuer 4-Jahres-Vertrag für ihn. Chinedu, neuer U20. Was stand da? U20-Trainer von Nigeria oder was? Das kann man oft gar nicht so schnell alles lesen, was da steht. Montag, einmal bis Montagabend bitte springen. Wöchentliches Job-Update. Bundesliga. Es gab mal wieder Spiele. Am 14. April Stuttgart gewinnt 2-1 gegen Augsburg. Heidenheim verliert 0-1 gegen Dortmund. Bremen 1-3 gegen Leipzig. Bochum 0-1 gegen Bayern. 2-2 zwischen Wolfsburg und Köln. Hoffenheim auch 2-2 gegen Gladbach. Darmstadt gewinnt 2-1 gegen Frankfurt. Leverkusen 0-3 gegen Union. Und Freiburg spielt 0-0 gegen Mainz. Es gab ein bisschen Bewegung hier. Dieter Hecking ist neuer Nachfolger von Frank Schmidt. Wer hätte das gedacht? Also hier aber vergleichsweise wenig Trainerentlassungen. So, Wolfsburg ist schon qualifiziert für die UECL. Ist das jetzt die Champions League oder Conference League? Wahrscheinlich letzteres, weil sie so tief nicht mehr fallen können. Es sind noch 4 Spieltage. Wolfsburg auf 2, dahinter Leverkusen und Leipzig, dahinter Frankfurt, Dortmund, Gladbach auf dem Relegationsplatz, Darmstadt, dahinter Augsburg und Heidenheim. Zweite Liga, folgende Ergebnisse. Hertha gewinnt 1-0 in Rostock, Kaiserslautern gewinnt 3-1 gegen Kiel, Nürnberg spielt 1-1 gegen den HSV, Schalke gewinnt 2-0 gegen Fürth, Pauli verliert 0-2 gegen Magdeburg, Karlsruhe verliert 0-2 gegen Paderborn, 2 Tore von Max Kruse, der sich hier nochmal beweist, Düsseldorf gewinnt 3-1 gegen Elversberg, Hannover 0-0 gegen Osnabrück und Wiesbaden verliert 0-1 gegen Braunschweig. Paderborn verlässt sogar die Abstiegsplätze auf einmal, springt von 18 auf 15, ja, es ist eng und bleibt eng. Elversberg auf dem Relegationsrang, ganz unten Osnabrück und Wiesbaden, oben Hertha, HSV und Kaiserslautern auf Platz 3. Alan Geiger, neuer Trainer in Wiesbaden, hier gibt es auch mal wieder Bewegung. Patrick Glöckner, seit dem 8. April, Nachfolger von Thomas Wörle in Ulm, gab es jetzt schon mehrere Entlassungen auf einmal. Ne, dann wird es hier auch mehrfach stehen. Bielefeld steht ja auch zweimal in der Liste. Schon wahrscheinlich vorher ein Übergangstrainer. So, Ergebnisse in der dritten Liga. Mannheim gewinnt 1-0 gegen Saarbrücken. Dresden verliert 1-2 gegen Lübeck. Aue verliert 0-1 gegen Sandhausen. Viktoria verliert 0-3 gegen Münster. Duisburg gewinnt 3-0 im Derby gegen Dortmund. Regensburg gewinnt 2-1 gegen 1860. Ulm spielt 1-1 gegen Haching. Und Haching spielt gefühlt auch immer 1-1. Wie auch Freiburg und Essen und Verl und Ingolstadt. Und auch noch ein 1-1 zwischen Bielefeld und Halle. Das hilft den beiden, glaube ich, nicht so weit. Obwohl Halle steht überm Strich. Bielefeld immer noch Schlusslicht. Auf den anderen Abstiegsplätzen unter Haching, Aue und Freiburg. Ganz oben Duisburg. Punktgleich immer noch mit Sandhausen dahinter Dresden. Wir haben hier noch 6 Spieltage anstehen. Hier haben wir noch 5 Spieltage und hier haben wir noch 4 Spieltage. Eine Woche machen wir noch und dann gucken wir mal noch auf die internationalen Ergebnisse und dann gibt es das Saisonfinale beim nächsten Mal und es sieht ja jetzt nicht so aus, als würde ich hier noch einen Job kriegen, aber da wollen wir ja auch mal nicht voreilig sein. Vielleicht einfach mal als Maskott hier noch am 34. Spieltag irgendwo stehen und ein bisschen wichtig tun oder ich werde Nationaltrainer von Belgisch-Kongo. Müsste es doch auch noch englische Wochen geben. Es wird auf jeden Fall nochmal gespeichert. Möller-Deli glänzt im Holstein-Stadion. So, Montagmorgen. Dann einmal den Sprung. Montagabend. Dann gucken wir mal nochmal in die Bulli, was da so geht. Es
war keine englische Woche. Es gab einen 2:1-Sieg von Bayern gegen Stuttgart. Dortmund gewann 3:1 gegen Darmstadt. Mainz gewann auch 3:1 gegen Werder. 2:1 Leipzig gegen Heidenheim. 1:1 zwischen Union und Bochum. 3:1 gewann Augsburg gegen Wolfsburg. 3:0 gewann Köln gegen Freiburg. Und es gab auch Auswärtssiege. 2:0 gewinnt Leverkusen in Gladbach. Und 2:0 gewinnt Hoffenheim in Frankfurt. Damit haben wir Bayern ganz oben auch. Leverkusen ist jetzt hier schon vorqualifiziert mit 55 Punkten. Wolfsburg auf 2, dahinter Leipzig, Dortmund, Frankfurt und Union. Augsburg auf dem Relegationsplatz punktgleich mit Darmstadt. Die stehen auf Platz 17 und Heidenheim letzter. Darmstadt hat 2 Punkte Rückstand auf Platz 15. Heidenheim hat 6 Punkte Rückstand auf Platz 15. Ist noch lange nicht alles entschieden. Trainerwechsel gab es auch keine weiteren. In den anderen Ligen auch nicht. Leihgeschäfte wurden hier noch fleißig schon mal abgeschlossen, wobei es auch schon länger her, glaube ich. So, hier in der zweiten Liga gab es auch keine englische Woche. Kiel verlor 0:1 gegen Nürnberg. Elversberg gewann 3:1 gegen Wiesbaden. Elversberg ist dann, glaube ich, rechtzeitig doch noch wieder in der Spur zurück. Braunschweig gewinnt 2:1 gegen Kaiserslautern. Hertha gewinnt 2:0 gegen Düsseldorf. Schalke gewinnt 1:0 gegen Pauli. Paderborn mit dem nächsten Rückschlag 0:2 verloren gegen Hannover. 96, alte Liebe, führt 0:1 gegen Karlsruhe, Magdeburg gewinnt 2:1 gegen den HSV und Rostock gewinnt 1:0 in Osnabrück. Es bleibt spannend, Paderborn fällt auf den Relegationsrang mit 25 Punkten. Elversberg mit 27 Punkten überm Strich, Rostock auch noch in Schlagdistanz mit 5 Punkten Entfernung. Auf den Abstiegsplätzen Osnabrück und Wiesbaden, jeweils 2 Punkte weniger als Paderborn. Ganz oben Hertha, 62 Punkte, die sind schon fast aufgestiegen. HSV 55 Punkte, Hannover auf dem Relegationsrang mit 54 Punkten, dahinter Kaiserslautern, Magdeburg, Schalke. Es bleibt spannend in der dritten Liga. Da haben wir gesehen, Saarbrücken verlor 0:2 gegen Duisburg, 1860 mit einem 3:0 gegen Aue, Halle gewinnt 2:0 gegen Freiburg, Münster 3:1 gegen Regensburg, Essen 1:0 gegen Ulm, Sandhausen 2:1 gegen Bielefeld, Haching 1:0 gegen Mannheim, Ingolstadt verliert 1:2 gegen Viktoria, Dortmund verliert 0:2 gegen Dresden und Lübeck spielt 1:1 gegen Feld. Die spielen wirklich jede Woche 1:1. So, oben Duisburg mit 61 Punkten, auch Sandhausen 61 Punkte, dahinter Dresden 56, 1860 54, Regensburg 52, Essen 49 Punkte. Auf den Abstiegsplätzen Unterhaching, Freiburg, Aue und Bielefeld. Bielefeld mit 9 Punkten Rückstand auf Platz 15 und 16. Es sind nur noch 5 Spiele. Es wird immer enger. So. Gucken wir mal noch ein bisschen in die internationalen Spielereien hier rein. So, was war denn der letzte Stand? Achtelfinale hatte ich, glaube ich, vorgetragen. Ich gucke trotzdem nochmal drauf. Nee, Viertelfinale waren wir stehen geblieben, glaube ich. Ne? Milan verliert gegen Barcelona. Bayern setzt sich im Elfmeterschießen gegen Sevilla durch. Paris Saint-Germain setzt sich gegen Lazio durch. Und Arsenal setzt sich im Elfmeterschießen gegen Real Madrid durch. Im Halbfinale Barcelona gegen Paris Saint-Germain und Bayern gegen Arsenal. Das hat noch nicht stattgefunden. In der Europa League Viertelfinale. Liverpool schmeißt Leverkusen raus. Inter besiegt Ajax. Atalanta besiegt PSV. Und Villarreal schmeißt Brighton raus. Im Halbfinale Liverpool gegen Atalanta und Inter gegen Villarreal. Conference League im Viertelfinale. Freiburg besiegt Union im Elfmeterschießen. Frankfurt besiegt Sparta Prag. Aston Villa besiegt Astana und Antwerpen besiegt Genk. Im Halbfinale Frankfurt gegen Antwerpen und Aston Villa gegen Freiburg. Da könnte ein deutsches Finale stattfinden. Und ja, beim nächsten Mal präsentiere ich Ihnen den ganzen Rest vom Schützenfest. Das sehen wir dann. Bleiben Sie sportlich, lassen Sie gerne einen Kanal-Abo da, eine Mitgliedschaft, nutzen Sie den Thank-You-Button, schreiben Sie einen Kommentar oder erzählen Sie einem Freund hiervon, nutzen Sie die Amazon-Affiliate-Links oder bleiben Sie uns einfach treu. Beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss und bis bald.